Ja, moin und damit ein recht herzliches Willkommen zum zweiten Part. Selbe Linie wie auch im davorigen Video mit der Finner 20. Ebenfalls mit einem Solobus und dabei wieder mit dem Robert. Ja. Entschuldigung, ich bin eine Katze, das passiert manchmal. Okay, Wunderbärchen, wunderschön. Wir stehen an der Haltestelle mit einer Minute Verfrühung. Die wir jetzt natürlich auf 2 Minuten Verspätung erhöhen. Ah, bin immer noch zu früh. So. Ja. Ich würde sagen, ich fahre los. Ein bisschen Verspätung, so, damit man nicht mehr sagen kann, so, ja, bist mit Verfrühung losgefahren. Und ich saß nach wie vor zu viel Poller hier. Viel zu viel Poller. Und das Argument war ja, glaube ich, wegen Altstadt, so dass die Leute da oder dass die Autos da nicht irgendwie auf dem Fußgängerweg fahren. Und ich muss sagen, ich komme ebenfalls aus einer Altstadt. Aus Hamburg, für die Leute, die es nicht wissen. Und wir haben natürlich auch solche Fußgängerzonen, aber wir haben das definitiv anders gelöst. Definitiv nicht mehr in Holland. Und zum Beispiel auch wie hier. Ich meine, wir haben ja jetzt unseren Fahrweg. Aber warum sind die Strommasten bzw. die Laternen, also, ja doch, ich sag jetzt auch Strommasten dazu. Warum sind die teilweise weiter auf der Straße als die Poller? Dazu müsste ich jetzt auch nochmal was sagen. Ich will hier wirklich niemanden an den Pranger stellen. Aber Gegensatz zu den ganzen Leuten, die einfach die Maps ohne Kollision fahren, fahre ich sie gerne mit Kollision, damit dass ich es schwerer habe. Und ich meine, ich kann schon fahren. Aber das habe ich auch erstmal hier trainieren müssen. Also, ich bin nicht an die Poller hängen geblieben, ich bin an die Laternen hängen geblieben. Besonders an das Ding links von uns, an dem wir hier gerade vorbeifahren. Das ist auch alles sehr eng hier. Also, prinzipiell den Verkehr runterregeln. Ja, kann man machen, ist auch eine gute Sache, aber. Was ich jetzt auch nicht verstehe, ist, ich meine, du hast warum recht und denkst sowieso. Warum setzt man dann da an der Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Betonagen? Das ist schon ein großer Kantstein. Da wird kein Auto rauffahren. Wozu die Poller da? Die extra Poller, wozu? Nein, das wertet nicht auf, das wertet ab, nach meiner Meinung. Ich meine, die Stadt, die ist eigentlich, die ist richtig schön gemacht. Aber so. Warum dann diese Poller? Und diese wozu die Schranken? Kann mir das jemand sagen? Warum sind hier 1000 Schranken? Das kann wegen Grünpflege sein. Das kann möglich sein wegen Grünpflege. Also gut, so genau weiß ich es auch nicht. Pass auf, davon ist ein Stoppschild. Hm. Aber ich weiß es nicht. Aber ja, jetzt warten wir mal, bis die Straße frei ist. Während sie auch vielleicht mal frei wird. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese gelben Streifen gut sein sollen. Da macht dir zum Beispiel diese ganze Schrankierung rechts überhaupt keinen Sinn. Also da hätte man wirklich auch Poller nehmen können. So, hier, guck mal. Ich soll jetzt ausholen. Knack am Poller hängen geblieben. So, jetzt fahre ich hier rein. So, okay. Das mag jetzt zwar passen, aber dennoch, ich bin hängen geblieben am Poller. Oder wäre hängen geblieben, weil ich fahre ja ohne Kollision. Also ich fahre immer mit Kollision. Da hätte ich die ganzen Poller weggelassen, bin ich ganz ehrlich. Und man hat doch da schon einen Bürgersteig. Ich weiß halt nicht, ob diese Stadt hier auf irgendwas in-game basieren soll. Auf jeden Fall, wir hatten eben noch mal hier getestet mit einem Feuerwehrauto tatsächlich. Und das kommt hier auch nicht rum. Ist 2 Meter, ist 2 Meter kleiner von der Länge her als normalen Solobus. Richtig. Und ist auch hinter dem Poller hingegangen. Egal ob rechts oder links rum. Wir haben alle probiert, aber ja, egal von wo wir kamen, wir sind da wirklich mit dem Feuerwehrfahrzeug hängen geblieben. Und das
war wirklich als nächstes eines Solobusses, also. So, und dann auch noch mal, warum, was sind das, warum sind die Laternen auf beiden Seiten? Und dann quasi, ja, so komisch versetzt. Warum hat man dann nicht einfach von Haus zu Haus die Laternen genommen, wo dann in der Mitte quasi die eine Leuchte Oder ist? wenn ich jetzt zum Beispiel Laternen gesetzt hätte, ich hätte sie ebenfalls versetzt, aber wirklich mittig versetzt und dann mit einem breiteren Abstand. Aber so hätte ich es gebaut. Ich meine, es kann ja jeder bauen, wie er es gerne möchte. Und es soll ja auch so sein. Aber ich weiß nicht, also das mit den Pollern, das hat die Stadt ziemlich abgewertet, finde ich. Das habe ich aber auch zu erinnern, Bus auch damals auch ganz klar gesagt. Also, dass wenn er da ein bisschen was umbaut, so wie hier die Poller, hier diese Betonpoller, so schön an der Seite, da sieht man auch einen farblichen Unterschied. Das ist in Ordnung. Das sag ich mal überhaupt nichts. Das hat so einen typischen alten Altstadtflair, aber ich weiß nicht, so die neuen und dann gleich so viele. Ja, hier wurden Bobbles gesetzt mit einem etwas höheren, mit einem höheren Abstand. So, jetzt kommen wir über Überland. Gut, Hier genau, sind ja mein Fach. meistens immer so 60, 70 erlaubt. Also ich habe kein Schild gesehen, wie viel man jetzt hier fahren darf. Also deswegen. Also außerorts gilt für Fahrzeuge, Autos 100. Aber wie schnell jetzt ein Bus außerorts fahren darf, das weiß ich natürlich nicht. 85 kann Bus maximal fahren, es sei denn, hier steht ja. 80 durchgestrichen. Ja, und wie viel dürfen wir jetzt hier fahren? Wenn du Und mit dann dem vor allem nur auf der Parkplatz, linken Seite. wenn du ein Auto fährst, dann 100. Wie schnell du mit dem Bus fahren darfst und bis er nicht festgelegt ist. Aber das weiß man ja, wenn man einen Busführerschein gemacht hat, so schnell darfst du dann fahren. Gut, ich muss sagen, ein Richtzeichen, ein aufgehobenes Richtzeichen So, da gehört hast du deine erste eigentlich. Baustelle. Du wolltest Baustellen inspizieren. Da hast du's. Baustellen. Erst einmal, das Schild gehört auf die andere Seite. Zweitens, Gefahrenschilder und Schilder dieser Ordnung gehören eine ganze Zeit vorher aufgestellt mit 2 Meter Gesamthöhe. Wenn Radwege im Spiel sind, was wir hier nicht haben, dann 2,20 Meter. Und die Schraffen von den Balken, da würde ich den Erbauer wirklich, wirklich, wirklich empfehlen, diese mal passend umzusetzen, weil die zeigen jetzt eigentlich nach links an. Die zeigen jetzt in die Baustelle rein, wenn man es so möchte, anstatt von der Baustelle weg. Und Und wichtig, wenn Lampenfehler. du. Geh noch mal näher an so eine Parke ran. Nochmal. Ja. Das kann man nämlich auch deutlich sehen. Als näher ran. Und zwar an eine Kante. Da siehst du ein Mikrofall. Genau, da. Und der zeigt an, hier, der Fall muss immer weg von der Gefahrenquelle sein. Und wie schon gesagt, ich vermisse hier irgendwie Leittechnik. Ich vermisse Balkenleuchten. Die sollte man vielleicht noch mitliefern. Oder oben drauf setzen. Ja, das habe ich Achso, damit das sagen meinst du wollen. damit, okay. Genau. Weil du sagst mitliefern, so deswegen. Das sind Flüchtigkeitsfehlern, aber wenn das alles jetzt richtig wäre, dann das würde der Map hier wirklich ziemlich aufwerten. Weil man sieht es, hier hat man an frischen Asphalt gedacht, mit die provisorische gelbe Markierung. Also man hat sich hier schon Gedanken gemacht. Warum sie dann jetzt nicht perfektionieren? So, hier Um hat jetzt es. Ich richtig. sehe Schatten. Was ist das? Das hatte ich letztes Mal auch schon gesehen. Was sind diese Schatten? Woher kommen die? Das kann ich dir sagen, wenn du näher herangehst. Ich glaube, das sind Friesfugen. Ja, das sind Friesfugen. Okay, das sind also keine Schatten. Ich dachte Keine immer, das sind Schatten. so. Nein, das sind Okay. Friesfugen. Was ich Da aber nochmal ist. gesehen habe, ist. Ich meine, wir sind ja jetzt an der Landstraße, ne? Ist das nicht ein bisschen dicht, dieser Busch? Da steht zumal ja, im Bereich noch der Straßenbebauung. Das darf nicht sein.
Also es sollte so nicht sein. Man sollte schon noch die Pfosten sehen können. Mein Bus fährt vorne schwarz, wunderschön. Oh, die Texturen laden wieder. Diese Fräsfugen findet man meistens dann vor Plätzen, sieht man das viel, wenn da eine Radaranlage steht oder wenn man da noch eine hinstellen möchte. Die haben dann aber auch dementsprechend dann diesen Befahrbogen, damit dass die Messeinheit dann losgeht, wenn du so und so viel Kamate schnell fährst. Man nennt sie auch Kontaktfugen. Andersrum hätte mir die Beschilderung besser gefallen. Will keiner mit. Schild auf der verkehrten Seite. Auch wieder falsch. Ja, die gehören normalerweise auf der rechten Seite. Korrekt. So, hier das Bankett, das ist vollkommen in Ordnung. Da würde ich jetzt auch nicht meckern. Der Geruch der Meister wächst. Erstmal ruhig, ruhig, alles klar, Digga. Erstmal durchfahren. Ich weiß gar nicht, wie hoch kann denn so ein Mais werden? 2 Meter doch bestimmt, oder? Naja, man kann sich das ja mal ergoogeln. Ja, das ist eine Spline Pointer, ne? Bitte beachten Sie, dass eine Schleifenfahrt zur Haltestelle Warte. Hätten wir da nicht abbiegen Warte, müssen? ja, ich weiß, wie gesagt, ich finde diese Schleifenfahrten absolut. Ach, das ist eine Schleife, wo wir. Oh, nee, das ist eine Grundorf direkt hier. Okay. Weiß, egal, dann, ja, ist es einfach nur, ja. Wenn jetzt davor noch eine Haltestelle war. Gucken wir einfach, ob es richtig war. Wenn nicht, dann ist halt so auch so. Dann ist es halt ein Video, einfach auf die Gestaltung einzugehen. Fertig. Nee, auf das technische Detail einzugehen. Ich meine, auf die Gestaltung, das kannst du machen. Ich gehe So. nur. Das, was ich letztes. Ja. Oh. Ja, Sie ist. aber dahinter, hinter uns ist der Bauhof. Vielleicht kann uns mal der Bauhof sagen, wie sowas passieren kann. Nee, Leute. Ich glaube, wir fahren auch wieder so einen Damm hoch. Das heißt, Leitplanken fehlen. Tatsächlich mal. Ja, das sieht man also schon. Das sieht natürlich nicht schön aus. So, Bäume hängen auch viel zu tief. Ja gut, die können jetzt in Laub. Naja, es ist Sommer, es ist kurz nach dem Frühling, das kann vielleicht, die Äste können runtergewuchert sein, das ist möglich. Würde ich jetzt mal sagen, okay. Das Problem findet man ja oft in Deutschland, aber. Ich weiß halt nicht, ob die Bäume Kollision haben, ne? Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das ist auch schon über ein Jahr her, wo ich die Map gefahren habe. So, Das meiste hatte warte, ich schon sie, unter. warte kurz zum Asprecht. Ja, ich hätte hinten rein müssen. Egal. Wurscht. Oh je. Wo fällt der Scheiße? Ja, Ja, nee, ich jetzt glaube, habe wir ich müssen jetzt weiter geradeaus da und dann vorne. da hinten rechts. Wie gesagt, ich bin immer noch ein Freund von dynamischen Hilfsfallen. Die sind einfach deutlich besser, weil du dann dieses ganze Hilfsfall-Chaos nicht hast. Dynamischen, das sind. Du nimmst eine Linie an und dann werden nur die der Linie angezeigt. Ah, ja, okay. Bitte beachten Sie, dass eine kurze Pause zur Sicherung von Anschlussbussen des Kann man das RGVs einstellen?
weiß ich. Bei der Karte irgendwie. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, es ist schon ewig lange her, dass ich Omsi gespielt habe. Ich bin ja da auch jetzt schon seit Jahren raus. Ich glaube, hier muss ich rein, oder? Wenden, ja, hier muss ich einmal wenden. Dann war das wohl richtig gewesen. Wasserburg. Ja, dann war das wohl richtig gewesen. Dieser Bus verkehrt weiter als die 420 in Richtung Watersee über Einsteinbau. So, jetzt habe ich Verfrühung. Okay, dann müssen wir so lange warten. Wie viele Minuten? 2 Minuten. 2 Minuten auf öffentlicher Landstraße stehen bleiben. Na gut, mach Warnblinkanlage an und dann sollen die eben dran vorbeifahren. Ich meine, für die Pferde. Ha, Omsi KI fährt draußen dran vorbei. Du bist lustig. Das wäre schön, wenn das mal so ist wie im BS18 oder was weiß ich. Eigentlich wäre es aber so. Aber gut, man kann das Spiel ja jetzt nicht besser machen, als es ja in. Ja, wir können auch einfach den hier machen. So. Ja, oder so. Vorspielen, fertig, Ende. Aber was ich damit sagen will, man kann halt das Spiel jetzt nicht so ändern, ja, wie es schon bereits ist. Ich meine, wir können ja alle nur mit Wasser kochen. Tja. Vielleicht hätte es mal so werden sollen. Ich meine, Omsi 3 war ja auch schon in Planung. Und dann gab es ja dann die Trennung, ne? Nächste Haltestelle zum zwischen den Entwicklern. Aber naja. Anderes Thema, andere Baustelle. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlt da an der Kreuzung. Nennt sich Stopp. Ja, aber was steht denn vor jeder Kreuzung? Vor jeder Kreuzung? Ja, vor jede größere Kreuzung. Was fehlt da? Alte Linie. Ja, das auch. Was noch? Eine Beschriftung, wo welche Straße wohin geht. Starte doch unten, oder nicht? Oder was meinst du jetzt? Nein. Ein kleines Schildchen links und rechts. Ja, aber die stehen eigentlich nochmal vor jeder Kreuzung. Die Tabellenwegweiser oder die Vorwegweiser. Ach, die Dinger meinst du? Ja. Jetzt hier. Genau, die meine ich. Die fehlen mir hier irgendwie. Ich meine, es sind Kleinigkeiten. Also wenn man die behebt, dann wäre es eigentlich eine richtig schöne Straße. Das ist eine richtig schöne Strecke. Siehst du? Und das meine ich. Wenn du jetzt richtig Dampf hättest, du willst mir doch nicht, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du den ja, kleinen Unfall siehst. Jetzt ist halt so die Frage. Also ich wäre dran vorbeigejuckelt. Wo muss ich jetzt davon? Ah, siehst du? Ich kann es dir sagen, du musst da nämlich links rein. Das glaube ich nämlich jetzt auch. Deswegen wäre ein Vorwegweiser nicht schlecht, der in Richtung Grunddorf zeigt. Und das Haus ist auch wieder viel zu dicht an der Straße. Guck mal, kommt sogar selbst die Polizei da draußen. Falls man die hört, es tut mir leid. Ah, das macht nichts. Die haben mitbekommen, dass wir hier aufnehmen. Die suchen mich. Ach so. Naja. Ganz schlimmer Finger hier. Was soll ich denn machen? Wenn der meine Dose tun sich nicht rausrücken wollte. Ich meine, ich bin ja ein kleiner Krümelkacker. Das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Sie sind ja wenigstens da. Da bin ich ja schon mal froh drum. Denn viele Mapbauer vergessen ja gerne mal die Leitpfosten.
Aber für den nächsten Bau stellt sie nicht ja unterschiedlich auf, also ja, also verschieden von der Höhe. Stellt sie immer ja so, dass die Leitpfosten eine Kette bilden, so dass der linke Pfosten gleich auf ist mit dem rechten Pfosten. Aber wie schon gesagt, ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber die Burg, die sieht schön aus. Ja. Ja, die macht was her. Die gefällt mir. Hallo. Weiß nicht, dass die Fahrgäste aber auch in dem Spiel mal so steif einsteigen. Ja, gut, das ist ja jetzt ein reines Umsehproblem, denke ich. Wird schon ein Problem von Omsi sein. Guck mal, ich bin sogar genau pünktlich dieses Mal. Das siehst du. So, dann geht's wieder. So, da ist es richtig. Stopp. Mehr als Stopp kann man nicht machen. Das gehört auch wieder auf die andere Seite des Schild. Und beide Schilder am Mast Nächster einfach Stopp umdrehen, dann wird es passen. hier. Hey, wie schon gesagt, das sind Kleinigkeiten. Das sind, ja, Flüchtigkeitsfehler, wenn man es so möchte, weil man es halt nicht genau weiß. Zum Beispiel hier hat man genau an die Abstände gedacht. Ich meine, was werden die Leitpfosten an Abstand haben? Ja, 50 Meter nicht ganz, auf wahrscheinlich 25 Meter. Das ist eigentlich für eine Landstraße, ist das normal. Auch wenn man sagt, alle 50 Meter steht ein Leitpfosten. Ja, das ist aber nicht so. Aber wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben, das ist halt nach einer Kurve dann sofort links rein, ist halt schon sehr gefährlich, Naja, ne? da fehlt der Vorwegweiser, damit dass du schon bei Zeit hier mit der Geschwindigkeit runter kannst. Oh nein. Stopp. Ja. Du erinnerst dich doch an die Kurvenfallbahnen, Ja, das die ich sind die. damit habe. Das sind sie. Da gehören straffen Balken links und rechts weisend hin. Beziehungsweise jeweils auf der Seite, wo das Hindernis sich befindet, wegweisend, falls es sauber wird. Ja, Also. KI ist ja so doof, einfach drauf losfahren. Ja, Damit. gut, da kann ja keiner was. Und Aber das sind. genau deswegen, das sind so Gründe, warum ich einfach ohne Kollision fahre, weil ja, da einfach dumm ist. Naja, und wie schon gesagt, da gehören keine Leitbalken, sondern Straffenbalken hin in Blechformat. Dann wär das eine richtig schöne Straße. Wenn halt bloß die KI nicht so. Naja. Aber dafür kann ja keiner was. Aber hey, wow, ich habe wenigstens meine Kurvenleittafeln. Also meine. Genial. So kann man es auch machen. Kann man es auch machen. Ja, da hat man die Pfeile Nächster vergessen. wäre. Also nach rechts geht es nach Ilsenburg, nach links geht es nach Grundorf. So ungefähr, ja. So, keine Blinker, wie gesagt, das ist eine Blindkreuzung. Da fahren die einfach alle, wie sie lustig sind. Ja, gut. Da kann ja jetzt keiner was. Ja, hier stehen die Leitpfosten genauso, wie sie stehen sollen. Das ist in Ordnung. Der Abstand Fahrbahn zum Pfosten bzw. Bis zum Bankettende 1,50 geht, ist. Lass ich durchgehen. Gut, das ist halt Baumbewuch, dann ist da was halt was durch den letzten Stock umgeknickt. Das hier gefällt mir schon mal gar nicht mit der Beschilderung. Irgendwie, ja. Da auch wieder die Baustelle, keine gelben Linien, kein gar nichts, keine Gelbe Blinklichter. Linien,
Gelbe Linien brauchst du da in so einem Fall noch nicht einmal. Nee. Aber wenn nein, wenn Ich bin kein es so schmal, Baustellenexperte, tut mir leid. wenn die Baustelle so schmal an der Seite ist, dann musst du lediglich eine Fahrbahnverengung ankündigen. Aber das Segenstellen macht ja keine Fahrbahnmarkierung oder baut da eine Stelle, ja, eine provisorische Ampelschaltung hin. Also das ist nur was für ganz extreme Fälle. Wollte mal gucken, was das für ein Schild war. Vielleicht ist das ja diese Fahrbahnverengung hier. Das sind aber Nein. keine 50 Meter, oder? Sind das bis von hier bis dahin 50 Meter? Sind das 50? Also ist es jetzt wirklich Wenn minimales die Meckern? alle 25 Meter stehen, dann ja, kommt das hin. Aber ja, das ist viel zu nah und ein doppeltes Baustellenschild brauchen wir außerdem auch nicht, weil es wurde doch schon angekündigt. Also da hätte wahrscheinlich nur das eine gelangt. Aber das ist jetzt, ja, nachhaft. Ich weiß ja gar nicht, also über Editor kannst du ja eigentlich angeben, wo du dein Schild auf wie viele Meter stehen haben Ja, möchtest. da kannst du, das kann man eigentlich einstellen. Ja, dann wird Nächste das, Stelle nehme ich mal anfahren. an, dass das jetzt stimmt. So, es geht wieder nach rechts. Ja, das ist dann natürlich mit der Wow, S Kleinkreuzung. sag mal, fahren da vorne die Polizei oder das THW? Denke mal, das ist ein ausgemusterter Wagen. Okay, sieht aus. Sagen wir einfach mal, es ist das THW. Egal, was es ist, die S Kleinkreuzung ist gruselig. So, Vorfahrt geändert. Ja, du hast Vorfahrt. Naja, bei einer Kleinkreuzung weiß man ja so nie richtig, ne? Da fahren Ja, ja dann trotzdem gut. einfach so, wie sie lustig sind. Ich hätte mal zumindest 100 Meter vor dieser Kreuzung auf jeden Fall mal auf 70 runter geregelt. Hätte ich jetzt gesagt. Naja, wenn ich auch viel mit dem Editor arbeiten würde, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich selber tue ja keine Map bauen. Ich meine, ich bin ja eher hier nur als ja, beratende Funktion da sozusagen, weil doch hier einiges am Argen liegt. Und das, ich denke, mit einzelnen Handgriffe kann man das eigentlich aus der Welt schaffen. Guten Tag. So, ich bin eine Minute zu früh. Soll ich jetzt eine Minute mitten? Nee, ich bleibe jetzt keine Minute auf der Fahrbahn stehen. Ein bisschen langsamer. Mit 50. Ja. Nächste Haltestelle, Einmal Berg Verspätung haben. Kreuzung. Wie kannst du reinfahren? Fährst du dann da halt ein bisschen schneller. Aber ich glaube, wir werden noch irgendwas finden, dass du nochmal gezwungen bist anzuhalten. Ich weiß auch schon was. Ich glaube, das kommt sogar schon nach vorne. Beton und Glaube. Genau, da haben wir es ja schon. Deine Umweltzone. Warte mal. Was denn? Ja, deine Umweltzone. Ja, mit was darf ich denn da eigentlich durchfahren? Mit rote Plakette, gelbe Plakette, grüne Plakette, weil, bitte versteht mich nicht verkehrt.
Und wenn ich jetzt nicht diese Plakette habe, muss ich dann hier trotzdem umdrehen? Also, Weil Schild macht hier wenig Sinn. da vorne war eine Kreuzung. Hätte man das gleich hinter der Kreuzung aufgestellt, hätte man schon aufs Zufahren gemerkt, aha, Umweltzone, mein Fahrzeug hat kann das nicht, schafft das nicht, dann fahre ich doch da lieber gleich ab. Und benutze zum Beispiel, und das gibt es ja, eine Station, also eine dauerhafte Umleitungsstrecke. Gibt es ja, ist ja nichts Neues, aber dieses Schild macht an der Stelle wirklich überhaupt keinen Sinn. Und diese Schilder immer bitte rechts, denn ja. Vor allem, wo endet jetzt diese Umweltzone? Ich habe nichts gesehen. Normalerweise hätte sie bei der letzten Kreuzung anfangen müssen und da vorne ist eine Kreuzung, da hätte sie aufhören müssen. Aber warum eine Umweltzone? Hier ist doch keine Stadt. Und jetzt geht. Oi, die Federung bedankt sich. Gut, frei und bei 8 und bei Nässe 80. Das ist schon soweit ganz richtig. Das kann man so lassen. Dazu Leitwagen. Dann auf Hals rum. Die auf der anderen Seite stimmen, aber die auf der rechten Seite nicht. Die stehen verkehrt herum. So, 30er-Zone. Sind übrigens keine Lampen, ne? So, also wohl bemerkt. Und da hängt doch welcher. Ja, aber nicht hinter uns. Da war dann zappenduster. Frei nach dem Motto, im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Ja. Guck mal, die Autos fahren ja auch keine 30, weil die fahren ja auch mit 50 durchgeführt. Eigentlich wollte ich gerade sagen, eigentlich gehört hier mal von vornherein die ganze Stadt, wenigstens Ja. vorne bis hinten, also vorne ein und hinten eine Radaranlage. Oh, da kommt schon die Feuerwehr. Da wurde schon jemand totgefahren. Ja, auch hier Ja. fehlt wieder. Ja gut, es ist eine Neubaustrecke. Mit einem Schild, mit einem Gefahrenschild, Markierung fehlt, hätte man das, ja, hätte man das anzeigen können, hier, dass es neuer Fahrbahnbelag ist. Naja, gut, somit der Asphalt ist neu, also sagen wir jetzt einfach mal, ist eine Neubaustrecke. Kommt da nicht diese riesengroße Baustelle? Ja, dann würde das sogar auch stimmen. Dann hier, Leute, Fahrbahnmarkierung fehlt, neuer Fahrbahnbelag. Jetzt ist halt die Frage. Du Ja, hast stell rechts die Absperrung gesehen. Das geht da Ja. vorne jetzt, keine Ahnung, gefühlt einen Kilometer, 2 Kilometer genauso lang. Normalerweise macht man es per Baken. Also wenn die Leitpfosten, die ja schon vorab immer bestellt werden müssen von den Schilderwerken, noch nicht da sind, macht man das normalerweise mit den Leitbaken. Handhabt sich das aber so, dass du mal eine Barke mit Leuchte hast, dann wieder eine ganz normale Barke, wieder eine Barke mit Leuchte, wieder eine normale Barke, wieder eine Nächste Barke mit Leuchte, Haltestelle, immer so abwechselnd. Kircher Markt. Das Essen, regelt eine man normalerweise Abschlussstation, mit 420. Leitbarken, aber Aber so wie nicht mit hier? einer Abs Das ist ja nee, mit einer komplett Absturzsicherung eigentlich nicht. verdusert.
Das ist vollkommen untypisch. Ich wüsste auch nicht, ich wüsste auch keine Firma, die in einem Lager so viel Absperrschranken da hätte. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. So, hier haben wir die 50 km/h, das heißt die Schilder. Und ich meine, da haben wir zu viel Abwehrschranken gehabt, da hätten wir welche gebraucht, da hätten wir nämlich die Fettungumschaltung nämlich damit gut abgrenzen können. Guck mal, da waren Lampen da. Guck mal. Zeig mal. Das sind doch 1, 2, 3, 6 gelbe. Nö, da packen auch diese ganzen Abwehrschranken bei den Durchfahrt maximal 5 hoch. Und dann sind sie auch nicht gelb, sondern rot sein. Ist ja eine Vollsperrung. So, hier sind wir 80. 80 und... Jetzt frage ich mich, mit 80 km/h... Stopp. 50, 30. Ja, huch. Und vor allen Dingen, warum 80 auf so einem kurzen Stück? Wie viel darf ich denn jetzt da eigentlich fahren? Darf ich jetzt für 30 fahren? Darf ich da 50 fahren? Oder da oder muss ich das mal plus nehmen? Multiplizieren? Ja, wie schnell darf ich jetzt eigentlich fahren? Ich meine... So, vor allem, ich bin der Meinung, auf einer Landstraße. Es ist immer noch eine Landstraße. Es stehen keine Häuser auf der Straße. Altbau schon, aber dann so? Muss es die dementsprechend. Gibt es auch, aber die haben meistens dann so eine Art Verkehrsinsel außenrum. Aber dann wird der Verkehr umgeschwenkt. So, dann natürlich noch Schilder, wo wir. Das ist eigentlich. Das ist eigentlich. Ja, also ich hätte es anders so gebaut, bin ich ganz ehrlich. Ich will da jetzt auch nicht so viel rumschimpfen, weil es ist halt schon sehr viel im Argen. Ich meine, gut, die Straße ist jetzt etwas älter. Es müssen ja nicht unbedingt Mittel gezogen werden, wenn man das nicht haben möchte, gerne, aber doch wenigstens die Begrenzungslinien könnte man noch pinseln. Und ja, da hat es auch nichts zu suchen. Das Bankett ist bereits straßenbebaut und Straße ist Eigentum von Stadt, Kommune. Ist es eine Bundesstraße oder Bundesautobahn, dann gehört es zur Bundesrepublik Deutschland. Guck mal, kommt wieder dein THW-Wagen. Ja. Andere werden jetzt sagen, das ist Meckern auf höherem Niveau. Nein, könnte man, natürlich kann man das sagen, aber auf der anderen Seite, dann, ich meine, jeder von uns macht Fehler und ich denke, wenn man die Fehler anspricht, ich meine, da sollte man ja dankbar dafür sein, da kann man es ja das nächste Mal, das sind ja alles Sachen, das kann man ja zum Beispiel bei der nächsten Map mit reinnehmen, gleich sagen, stopp. Da setzen wir jetzt zum Beispiel mal nicht das Schild um, sondern wir nehmen lieber die Schilder mit der jeweiligen Kombination. So, Brücke ohne Brückenpfeiler. Ja. Okay. Habe ich so eigentlich auch noch nicht gesehen, okay. Ich wollte es nur so gesagt haben. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es da Brückenpfeiler beim Editor? Ja, doch, Brückenpfeiler gibt es, doch. Brückenpfeiler haben wir. Weil ansonsten, man kann ja niemanden zu der Verantwortung treten, in Anführungszeichen. Ja gut, treten tun wir ja nicht. Wir tun ja nur aufschlüsseln. Ja. Aber nee, diese ganze Fachkenntnisse oder halt diese Mängel, die man sich jetzt erst einmal über sich ergehen lassen muss. Da haben wir die normalen 30. Da ist das normale 30er-Schild. Ja, die anderen waren nicht 30. Das waren Asbach-Uralte aus Anfang der 80er Jahre. Das hat aber schon lange keine Gültigkeit mehr. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, jetzt nimmt es mal nicht so genau, aber ich bin halt der Meinung, wenn es schon so in Richtung modern geht, dann muss man auch schon ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich meine es ja auch nicht böse. Muss hier rechts rein, okay. Hallo. Guten Tag.
Ja, jetzt hat die KI wieder los, ist ja klar. Hält die da, hält der Beige wenigstens an? Nö. Der zieht raus. Boah, fährt der Scheiße. Fährt der, das ist ja unglaublich. Da hat seinen Führerschein gewonnen, oder was? Cool, geht jetzt. Ich weiß gar nicht, als was fahren wir denn jetzt? Nette Autobahnauffahrt. Ich weiß nicht, als was wir jetzt fahren, weil. Nächste Haltestelle, Waldstadion. Waldstadion. Mal gucken, ob wir am Waldstadion überhaupt rauskommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir langfahren. Ich habe nur den Pfeil nach rechts gesehen. Ich fahre jetzt einfach nur. Aber es sieht eigentlich recht. Verdammt, wir fahren doch nicht Autobahn. So, weil. Okay, jetzt bin ich. Ich glaube, ich habe das schon nicht mitgehört. Als was wir jetzt weiterfahren. Schulbus als Weg. SST. Als was haben wir denn jetzt? Das brauchst du mich nicht so fragen, das weiß ich nicht. Ja, ich nehme mich auch nicht. Waldstadion. Straße. Hätte man da nicht einfach irgendwie 420 mit reinschreiben können? Und das sind halt so Sachen so. Gerade für Menschen, weil sie hat nun echt sehr viele Behinderte. Also wirklich, das soll jetzt nicht böse klingen, aber hat sehr viele behinderte Menschen. Und die kommen mit sowas gar nicht zurecht. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, also wie schon gesagt, ich wäre da schon bei dem einen Pfeil bei Wasserburg, da wäre ich voll dran vorbeigefahren. Ich wäre wieder zurück nach Ilzenburg gefahren. Ich hätte das erstmal gar nicht gemerkt. Weil der Vorwegweiser fehlt. So 31. Es sind Kleinigkeiten, aber die machen dann sozusagen. Ja, diese Kleinigkeiten fehlen und die können einen ziemlich. Ich sag's mal so in der Hater-Sprache, matt werden lassen. Und ja. Dann ist auch ganz schnell Turn up, dass man sagt, und dann deinstalliere ich sie mir. An sich eigentlich traurig, weil die Idee, die ist richtig. Ja, an sich die Map ist ja, gut. Jetzt stacke ich hier. Jetzt bin ich hier am Stacken. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo lang. So, guck mal, hier ist ja jetzt die 420. Ja, toll. Und dann? Und dann fahre ich jetzt mit der 31 weiter, fahre ich jetzt mit der 32 weiter. Ich nehme mal an, dass du dich an der 31 halten musst. 31, 32. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Dann habe ich die Ansage auch einfach überhört und ich weiß halt nicht, was da jetzt rauskam. Kann ich denn hier. Ah ja, halt die Schnauze. Kann ich hier nochmal zurück? Nächste Haltestelle: Thronstraße. Nein. Ah, sehr schön. Nächste Haltestelle. Diese scheiß Fergo will ich weiter. Und die will er jetzt auch nicht. Oder? Ja, gut. Nächste Haltestelle. Getränke Hoffmann. Ich meine, wir können jetzt ein bisschen da rumfahren. Getränke Hoffmann, ja. Keine Ahnung, jetzt darf ich ein Getränke Hoffmann suchen. So, ich mache jetzt mal den 31er, 32er Move. So, hier haben wir. Was ist das? Achso, gar nichts. Betriebshof. Schwimmbad. So, 31, 32. So, kann mir mal bitte jemand sagen von dem Map-Entwickler, warum man da nicht einfach die 420 mit reinschreibt? Ich verstehe sowas nicht. Wirklich nicht. Es geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Nordstraße, ja. Wo ist der Getränke-Hoffmann? Kann mir jemand sagen, wo der Getränke-Hoffmann ist? Weil ich sehe hier auch kein Getränke Hoffmann. Ich weiß es nicht, ich kenne die Map nicht. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. So, und da frage ich mich halt, wieso hat man nicht einfach die 420 wie jeder normale Mensch da einfach mit reingeschrieben? Und dann ist gut, dann fährst du halt einfach nach. Wo ist das Problem? Und du siehst ja hier, steht noch
dann wird es wahrscheinlich geradeaus sein. Dann kann es nur noch geradeaus sein. Ja, und warum beschildert man das dann nicht? Das weiß ich nicht. Geh mal geradeaus. Das wird geradeaus sein. Also, machen wir jetzt einfach den allbekannten Omsi-Move, einfach querfeld einfahren so. Ich habe da nämlich keinen Bock drauf, deswegen machen wir das jetzt einfach und das ist mir relativ ralle. Da muss definitiv zu 100% nochmal ein Pfeil nach geradeaus. Wenn es so ist, wenn dem so sein sollte, was wir ja jetzt noch nicht wissen. So, wo war der? Nochmal hier. Weiter rum, links. Links herum. Da müsstest du wieder zu der Verkehrsstraße kommen. Genau, da vorne ist er. Ja, und jetzt fährst du einfach rechts. Ja. So, da ist wieder der zweite Monitor im Weg. Dafür kann ich nichts. Der Monitor ist einfach... Omsi ist halt so, ich kann trotzdem kann ich nichts hören. Du fährst mit Maus, oder? Ich fahr mit Maus, ja, und deswegen geht er auch auf den zweiten Monitor rüber. Ah, okay. Ich fahr ja meistens mit Lenkrad, aber geht auch, ja, mehr schlecht als recht, aber es geht irgendwie. Ja, da ist ein Fall. Man mögs davor nicht glauben, aber da ist ein Fall. Shuttle-Stadion. Weiterfahren. Ich weiß gar nicht, hatten wir das auf der Liste, Shuttle-Stadion? Ich nicht. Fahr jetzt einfach rein, guck dann nach Getränkemarken. Nächste Haltestelle, Freierstraße. Oder nur, wenn du Shuttle-Stadion hast, dann werden wir... Ja, 420! Ja, guck mal. Ich fahr jetzt hier einfach mit ran, so. Und fertig, so. Mir wurscht. So, stopp. Achso, 420, ja. Ja, dann hat einfach ein Fall gefehlt. Ja. Deswegen sage ich ja, dynamische Hilfspfeile. Haut hier dynamische Hilfspfeile rein. Und dann hast du so einen ganzen Ärger. Dann hast du auch diese ganzen anderen Hilfspfeile nicht, die ich so hart verwirren mit, ja, welche... Einsteindorf. 0,5 Kilometer. Ich meine, ich habe jetzt eh eine Verspätung, so, macht nichts. Ah ja, gut, das bleibt jetzt halt mal nicht aus, ne? Es ist sogar teilweise echt besser, Verspätung zu haben, als Verfrühung. Nee, Verspätung kannst du immer noch versuchen reinzufahren. Verfrühung, da kannst du nichts mehr reinfahren, da musst du stehen bleiben. Ich bin froh, dass unsere Fahrzeuge alle Navigationsgeräte haben. Ja, du wirst lachen. So, wenn ich draußen, ich meine, ich bin ja Außendienstler, so quer durch Deutschland unterwegs bin, wie oft sehe ich, dass Fernfahrer überhaupt kein Navi haben, besonders die, die aus den Balkanstaaten kommen, dann suchen sie. Und dann muss es nur mal eine Gemeindefusion geben, sich mehrere Gemeinden in einer zusammentun und die benennt sich um. Ja, du findest, du hast da keine Chance mehr, ohne irgendwelche Navigationsgeräte oder Handy das Kaff zu finden. Nee. Dann bist du wirklich, da bist du verlassen. Und dein Chef, also der Spediteur, der Disponent, der Druck, der macht dann Druck. Ja, aber was dauert dann? Hier ist der Getränke-Hoffmann. Der ist also viel zu weit gesprungen. Guck mal, wo der ist, Alter. Oh, super, jetzt geht die Kasse hier. Ach, hier. Nee, ich hasse diese Kasse. Ich hasse sie so hart. Almex, das Beste, was du haben kannst aus dem Hamburg-Addon. Einfach Umlauf eingeben und du hast alles drin. Ich möchte jetzt gerne wieder nach oben. Er lässt dich jetzt aber nicht. Nee, er lässt mich nicht nach oben. Dummer Hurensohn. Er sagt, Nikisa, du kommst hier nicht rein.
So, was mir auch aufgefallen ist, in der Stadt, wir haben keine Ampeln. Gar nichts. Nichts. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir hier überhaupt fahren dürfen. Ich bin jetzt mit 30. Weil das sieht mir, weil gefährliche Kreuzung, das wäre in aller Regel voll rechts, regelrechts, vor links, aber die fährst du doch nicht mit 50 heran. Deswegen fahre ich auch gerade mit 30. Weil irgendwie. Oder ich habe wirklich das 30er-Zonenschild übersehen. Es kann ja möglich sein. Wir haben uns ja jetzt so mit auf die 420 da konzentriert. Da kann. Da können wir auch mal was übersehen haben. Das ist möglich. Also da will ich jetzt mal nicht so weit rudern. Und rotieren. Ja, wir sind noch nicht am Ziel. Der Kreisverkehr ist schön. Ja, da sind wir in der ersten Linie geendet, hier rechts. Okay. Ja, die ist super, also da kann ich echt nicht meckern. Also das haben die schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch von der alten Karte ist, aber das ist richtig gut. Wirklich, also das gefällt mir. Und auch da machen die Poller Sinn, damit dass du halt nicht über den Bürgersteig drüber fährst. Okay, kann ich alles verstehen. Aber das vorhin, das war zu viel. Also, das hat die Stadt eher abgewertet als aufgewertet. Was ich eigentlich schade finde, denn an sich ist es eigentlich schon eine schöne Stadt. Grün. Haben wir Grün? Oh, Tatsache. Ich war auf dem Rechten fokussiert, deswegen. Was geht denn da eigentlich? Achso, das ist ein Halterwunsch. Ich dachte, wir haben schon wieder Motorschaden oder sowas, aber das sind ja meistens rote Leuchten. Haha! Das ist korrekt. Er hat da vorne bestimmt mein Katzenfutter geladen. Ich kann es riechen. Der uralte Sprinter, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ich glaube, die hießen. Das war ein alter das war ein Mercedes-Benz-Sprinter. Ja, aber die hießen ja nicht Sprinter, die hießen ja auch, glaube ich, irgendwas. Steht da irgendwas dran? Die haben doch die Originallizenzen hier dran. Das ist ein Schmutz. 310D? Ich weiß es gar nicht. 310D muss das sein, ich bin mir aber nicht sicher. Egal, auf jeden Fall, die Dinger fahren ja heute teilweise noch um. Also so eine schlechte Qualität konnte man früher wohl nicht gebaut haben. Aber gut, es ist noch alte, robuste Technik. Ja, die halten was, da kannst du noch viel reparieren. Heute geht bei dir nur eine Birne kaputt, da kannst du gleich mal die ganze Autobatterie abklemmen. Und dann kriegt man wieder das System zum Laufen. Das geht nämlich gar nicht. Wo ist nämlich in die Werkstatt? Zumindest ist es bei meinem so. Ich glaube, wir sind am Ziel, wa? Kann das sein? Terminus Bahnhof? Da stehen auf jeden Fall zweibeinige Hyänen. Die wollen mit. Auch nicht. Ja, möchten. Wir mobilisieren ihre Gesundheit. Ja. So, ich bin jetzt am Oberein Nordspitze Bahn. Ah, okay, eine Haltestelle glaube ich noch. Einscheindorf Bahnhof Wartersee. Okay, eine Haltestelle, eine einzige Haltestelle noch. Und da fehlt der Fall und die ist versteckt und die finden wir nicht. Nein, die werden wir finden. Ich bin gute Dinge. So, jetzt ist die Frage. Links oder rechts? Nein, Spaß. Denke mal, es ist geradeaus. Hoffe ich. 420 geradeaus. Oder 430, ach keine Ahnung. Was wir auch machen hätten können, ist wie in Manningen einfach die Pfeile auf die Straße machen und dann bunt. Also halt, jede Linie hat seine eigene Farbe. So gar nicht, dass es sowas gibt, siehst du mal. Tja, jetzt bist du schlauer geworden. Aber ja, sowas gibt es. Ja, ich wusste vorhin noch nicht mal, ob es überhaupt Brückenpfeiler gibt, also. Ja, Stromleitungen habe ich auf der Strecke gesehen, die leider gerade offensichtlich ein Neubau sein müssen, denn die waren nämlich noch nicht verkabelt. Ja, gut. Aber habe ich vorhin nicht genannt, warum auch, weil es hat ja mit der Straße nichts zu tun. Ist ja auch nicht so schlimm, mein Gott, aber
Ja, das sind halt alles so Sachen. Einer, der es ganz genau nimmt, der sieht es. Warte mal, wie hoch ist der da Diesel? 1,37 den Liter. Ach, waren das noch Zeiten? Jetzt eigentlich im Kreis, ne? Was ist so 120 OS. 24 IB? Was ist IB? Kann jemand sagen, WS? Ja, okay, wer ist das? Das macht mehr Sinn für mich. Die Dame da schon laufen, sieht, dass sie das so mit ihrer Hände, das ist, als wenn sie einfach irgendwie chronisch versteift wäre. Aber warum haben wir. Sind wir schon am Ziel, sag mal? Das weiß ich doch nicht. Eigentlich Du ist. bist doch der Fahrer. Ja. Ah ne, wir sind da unten. Aber wir haben die noch. Ober. Ah, ja. Okay. Ah, Junge, ist die Linie lang. Ja, das ist mein. Ich glaube, die Fergo mag nicht so viel. Ja. Die sagt irgendwann nein, danke. Oder ich war wieder komplett falsch. Aber egal, wir sind dann trotzdem wieder sowas von der Landschaft. Wenigstens sind bei der Map Karlsbusch sämtliche Autobahnen ausgeschildert. Das ist so richtig. Weil wenn man sich nämlich bei der Map da richtig viel Zeug gelegt hat, dann ist es in den Autobahnen und Landstraßenbau. Generell mit allem. Na, Ich wir glaube, werden mal wir gespannt sind sein. schon im Kreis gefahren, ne? Das kann möglich sein. Ich Ja. weiß es nicht. Ich habe da jetzt Ober auch nicht drauf Münster. geachtet. Nordspitze Bahnhof. Weißt du was? Ich fahre das jetzt. Fahre das jetzt nochmal ab. Fahr bis dahin hin. Wenn es falsch ist, dann ist es halt so. Dann ist Ibis einfach der hier Fergo einfach Schrott. Aber ich habe irgendwie Schiss Naja, aber davor. die Fahrgäste steigen doch ein. Das ist wohl true. Und wenn wir jetzt verkehrt wären, würden die ja gar nicht erst einsteigen. Also jetzt ich so. Wir gucken einfach. Immer eine Haltelinie da vorne. Halt mal gucken. Ja. Ja, okay. Lediglich nur das Stoppschild. Fahren wir nicht wieder zurück? Wir fahren einfach mal. Ich meine, selbst wenn wir jetzt zurückfahren, dann werden wir mindestens eventuell sogar noch andere Fehler sehen, die wir halt bei der Hinfahrt nicht gesehen haben. Wer von lang gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, da daneben ist doch eine Eisenbahnlinie. Da können wir doch vorhin nicht lang gefahren sein. Ich weiß es nicht. Ach ja, ich schon wieder, wo wir sind. Ah, okay. Nordspitze Bahnhof. Die auf der Egal, jetzt Liste. ab jetzt ist nur noch eine Haltestelle. Ach, Omi will gar nicht mit. Omi will nicht mit, dann Die will wartet nicht sie auf mit. Taxi. Oder sie nimmt eine andere Linie, wahrscheinlich dann die 11er, 12er. Schulbus 21 folgen. Ach, ich sehe den Terminus. Ich glaube, wir sind doch richtig gefahren. Na Ich Glück, glaube, dann haben wir uns. ich habe nichts gesagt. Weiß ich auch, das ist in Ordnung. So eigentlich eine richtig geile Kulisse, ne?
Oh mein richtig Gott. Schönes Panorama. Wir sind angekommen. Mit dem See dazwischen und den Kirchenturm auf der anderen Seite. So, gibt's noch einen Pausenplatz? Haben wir hier den klassischen Pausenplatz? Warte mal, wo kamen wir jetzt? Du kamst gerade da, wo du im Begriff bist, wieder rein. Oder kam er von da an? Ja, ich guck weiß. Mal, schön, dass wir genauso lost, oder dass du genauso lost bist, genauso wie ich. Finde ich super. Ja, ich glaube, ich müsste die Strecke hier mehrfach, ja. Wenn die Schilder nicht normalerweise geradeaus sind? Ich wollte nur so gesagt haben. Also, die Schilder gehören die ja normalerweise gehören da nach vorne. Naja, die gehören eigentlich auf der anderen Seite der Kreuzung, das ist korrekt. Ansonsten, sag schon, wie heißt das? Tabellenwegweiser. Ansonsten müsste dein Tabellenwegweiser sein. So, wir machen mal die Sonderfahrt. Wir scheißen jetzt mal auf Rot. Ich will nämlich da oben Pause machen. Das ist nämlich der uralte Pausenplatz hier oben. Von Grundorf. Im Original Grundorf? Das müsste Original Grundorf sein. Ja. Das ist Original. Okay. Auch das sieht doch schön aus. So, Pause nach hinten durchfahren. Ja, gut, dann machen wir das mal. Mach dich da weg. Und dann drehen wir hier einmal. So, wunderschön. Und dann war's das. So, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja. Im Prinzip, die Streckeneinteilung, so wie sie ist, ist schön. Das kann man nicht anders sagen. Nur die Fehler, also zumindest ein Teil, sollte man ganz dringend nochmal überarbeiten und sich vielleicht nochmal in sich gehen und sich, naja, fragen, warum so viele Leute ja, sich auf diese Map so ja, eher negativ eingeschossen haben. Weil es ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt hier das Video veröffentlichen und dann gibt es wieder irre lange Diskussionen in den Kommentarbereich. Denn wenn ein Vorwegweiser fehlt an dieser Stelle, fehlt einer, da muss man nicht drum rumreden. Wenn ein Pfeil fehlt, denn der hat ja wirklich gefehlt, dann fehlt da auch ein Pfeil. Also die Fehler sind ja da. Ich bin jetzt hier nicht beleidigend oder ausfallend, aber ich muss dringend an die Erbauer appellieren. Wenn ihr das nicht wisst, Herrgott noch eins, dann schreibt mich an oder es gibt Seiten wie zum Beispiel rsa-online.com, da kann man sowas nachlesen. Da sind ganze Tabellen drin. Ja, wie weit müssen die Schilder voneinander stehen? Wo müssen sie stehen? Was für Schilderkombinationen sind zulässig und welche nicht? Leute, macht euch doch schlau, wenn ihr sowas nicht wisst. Man kann nicht alles wissen. Ist auch nicht Sinn der Sache. Aber hier sind teilweise wirklich Fehler drin. Ich weiß nicht, das müsste so nicht sein. Und ich denke auch, das ist auch im Sinne des Erbauers, ich glaube, die sollten auch nicht sein. Weil, ein Vergleich, die Ortschaft vorhin. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie schnell ich fahren darf. Darf ich jetzt 30 fahren? Darf ich jetzt 50 fahren? Oder soll ich das draufrechnen? Dann darf ich nämlich 80 fahren. das ist nicht, das kann nicht Sinn der Sache sein. Und ja, also das wäre mein ganz dringender Appell. Die Seite rsa-online.com werden wir einfach mal verlinken. Genauso wie wir auch die Seite verlinken mit den Parkettabständen, weil ja, das sieht dann einfach schöner aus. Und bei manchen Streckenabschnitten haben wir es auch gesehen, an die Stellen, wo es eingehalten wurde. Die sahen richtig klasse aus. Also bitte
keine große Diskussion im Kommentarbereich machen. Natürlich kann man reden, aber da darum streiten und Fehler schönreden, obwohl sie da sind, damit ist niemand etwas geholfen. Und ich denke, und das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, für den nächsten Mapbau kann diese Erfahrung noch nützlich sein. Nämlich dann achtet man nämlich mehr darauf. In diesem Sinne, ich und Sarah wünschen euch jetzt ja, einen wunderschönen Tag. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Und es war halt schön, dass ich auch mal wieder kommentieren durfte. Ich bin schon lange raus. Dafür nochmal vielen Dank, Sarah. Jo, bitte. Ich bin damit auch raus. Euer Mr. Zaratox und bis zum nächsten Mal. Tudelu.